Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses mit mir, Dimmemerius, und auch hoffentlich euch, den Zuschauern. Wir sind wieder zurück, als wir, naja, mehr oder weniger eine Woche Examen gemacht haben, eine Woche Kämpfe gemacht haben. Und jetzt geht's daran, die Mission zu machen, die Wiedergeburtszeremonie. Die muss beschützt werden. Während der Plan zur Ermordung der Erzbischöfin das Kloster erschüttert, vermuten die Studenten, der Feind könnte ein ganz anderes Ziel verfolgen. Voller Sorge bereiten sie sich auf die Wiedergeburtszeremonie vor. Vorgeschlagenes Level 7. Ich glaube, ich sollte nicht mehr so viel leveln. Rekrutierungsbeliebtheit diesen Monat. Catherine, direkt am Anfang. Aber die kann ich gar nicht rekrutieren. Die gehört doch zu den Rittern von Seros. The goddess's rite of rebirth is about to begin. Are we going to move forward with our plan? I believe so. How confident are you in our theory, Professor? Es könnte so oder so ausgehen. Ich habe so meine Flights. Wir sind richtig. No one's intuition is perfect. It's ridiculous not to have doubts. All that matters is how our enemy makes their move, not how our teacher feels about the plan. You seem a mite too relaxed for my liking. The goddess's rite of rebirth is about to begin. While we are in the goddess tower, we are relying on you to secure the locations that are lacking in defense. May I let you in on something, Professor? My brother can be a bit callous. He told me that he was concerned about you and hinted that perhaps you would be better off patrolling a coffin. That was said in jest, Flane, and in confidence. Please just remain by my side and do not cause any more trouble. Du bist ein großer Stinker, Settet. As a professor, you would do well to remember that it is your duty to guide your students down the path of righteousness. Please excuse us, everyone. We shall see you again after the ceremony has concluded. A coffin. How fascinating. Hurry, Professor. We must find a place to hide where we can guard the stairs to the Holy Mausoleum. If the enemy moves as predicted, we should be able to cut off their escape path and capture every last one of them. Okay. Bestanden Examen diesen Monat. Mönch, Kämpfer, Soldat, Söldner, Magier, Myrmidon, Kavalier und Schütze. Im Großen und Ganzen wahrscheinlich. Aber ja, ich erwarte nichts anderes, als dass wir immer wieder die Drecksarbeit machen dürften im Großen und Ganzen. Ja. Ich habe nochmal unser Bataillon noch aufgefüllt. Der gegnerische Kommandant wird besiegt. Die lange Alter in Einheiten wird besiegt und 25 Züge vergehen. We were right. Unwanted guests have come to visit. And those Central Church dastards have spotted us. Buy me some time while I open the seal on the casket. I'm on it. Kirche der Weste? Our enemy appears to be after the tomb of Saint Seros in the back. Are they attempting to steal her bones? It would be best to defeat them before they achieve their aim. Look closely. Ja, ach was. There are contraptions of some sort on the floor. Oh, hallo, wer bist du? We must pay attention to our enemy's weapons and advance while attacking them from advantageous positions. Wer bist du? Ritter des Todes. Sense. Stufe 16. Oh, der wird hart zu knacken sein. Dunkles Siegel. Dunkle Magie-Charakterklasse. Ist das der Boss? Oder ist das der Boss? So, du hast was bestimmt. Du hast einen Thronschlüssel. Ja, das ist eine Truhe hier. 25 Züge vergehen. Hier ist noch eine Truhe. Dann musst du einen Truhe. Genau, dann hast du auch einen Thronschlüssel. Der wird lustig zu besiegen sein, aber der bewegt sich nicht vom Fleck.
So, 6 Schaden würde er machen. As you wish. Kannst angreifen mit Morast. Und den gleich mal komplett aus dem Leben klatschen. Ach ja, und was ich noch getan habe, ich habe ein neues Bataillon für Edelgard gekauft. Weil sie hat ja jetzt Art. Mal. Sie hat jetzt Art. C. Oh no. Okay. Gelände, das Resistenz stärkt. Flieger sind nicht betroffen. Gelände, das Verteidigung stärkt. Das Ausweichen stärkt. Um 40%. Alter Schalter. Oh, war ja den, den Down zu kriegen, das ist ja. Puh, das wird lustig. I will get the victory. Battle. That's my cue. Alle nach vorne preschen. I will prevail. I am Ferdinand von Eyre. Nein. Obwohl, wie viel Schaden macht das Strategie? 45 Trefferchance. Na. Ancient Level Up. Magie, Wendigkeit, Geschwindigkeit und Resistenz. Ja. Naja. Death Knight, prove your strength and scatter these fools. I don't take commands or waste my time on weaklings. That knight is a powerful enemy. Let's do all we can to avoid him. Der besitzt aber etwas, was wir haben könnten. Ach, guck mal. Heilen. Mit der heilen wir auch. So, was ist das? Ach komm schon. Fender das sogar jetzt Level vor Edelgard. Ach ja, dann probieren wir unsere neue Fähigkeit aus. Wir haben ja die Ritter mit uns. Ja, man hätte davon nicht laut weglaufen können. Das war unmöglich. Immerhin weiteren Stärke hinzu. Ach, guck mal. Jetzt macht sie ihn fertig. Level up. Nice. Nehmen wir. Warum können wir sie jetzt nicht heilen? Wir haben doch Heilen. Ah, warum gibt das nicht? Hm. Wir sollen aus dem Weg gehen, aber der bewegt sich eh nicht vom Fleck. Wir gehen erstmal noch komplett geradeaus durch. Oh, der wird angegriffen. Von wem? Von dem Bogenschützen. Nehme ich zumindest an. Ja. Ah. Aber er killt ihn. Ja, das tut er. For Lady Edelgard. Thronschlüssel. Wie steht's denn? 9. Der macht 22 und doublet mich. Oi, oi, oi. Keine Chance, das zu überleben. Mit Morast? Aus der Entfernung kann der auch angreifen.
Holy moly. Aber er bewegt sich nicht. Das heißt, wir können uns zumindest die Sachen hier schnappen. Jungschwert würde ihn zumindest rausnocken. Tumult nicht ganz. Komm, Bad Rock, den machst du fertig. I will not be stopping. Ich will das Level 10 noch erreichen für ihn. Jetzt, du brauchst mal ein gutes Level. I could have been sleeping this whole time. Also mehr als zwei Fähigkeiten gleichzeitig lernst du aber auch nicht, oder was? Junge, Junge, Junge. Noch eine Übungslanze nehmen wir mit. Warum nicht? Es war nur eins, aber... Warum nicht? Damit Benedetta angreifen. Kannst du auch den anderen erreichen? Nö. Plus auf Au. Eine Strategie wiederhergestellt. Erfahrung erhalten. Reicht für ein Level Up. Ein gutes. Another step forward. Nicht ganz. Aber immerhin. 12 Schaden. Bataillon aufgelevelt. Plus Fische Angriff. Ist okay. Komm schon ausweichen. Ja. Nette Rolle. Oh. Oh, wow. Das hat schön wehgetan. So, wir müssen unbedingt Petra heilen. Wenn ich mich da hinstelle, stirbt er doch. Das ist doch scheiße. Machen wir erstmal den fertig. Should I have held back? So. Nein. Wie nur einmal? Bernadetta, wie steht's mit dir? Nein. Macht aber trotzdem 14 Schaden. Nicht schlecht, Bernadetta. Aber das überlebt er. Oder sie. Schnauze das mal. Eisenschwert. Die Handschuhe, kannst du was mal weg. Ach, das überlebt er. Verdammt! Ferdinand. Mach ihn mal kurz kleiner. This was beneath me. So, Linhard, von dir brauche ich jetzt übelste Heilungspower. Von dir brauche ich einen Treffer. Aha, 91. War ja wieder klar mit 9% im Ausweichen. Aber immerhin zweimal angriffen. Plus Treffer, plus das. Okay.
Du bleibst mal lieber darauf stehen. Du heilst aber kein Drop. Oh, dein Wappen hat aktiviert für mehr HP. Nice. Ne. Du wartest mal. Generell, wir warten jetzt. The reinforcements haven't arrived. If they approach from behind, we can attack them from both sides. Ich schätze mal, das ist eine Warnung. Dass sie noch mehr von hinten kommen. Ja, genau. Ich habe auf die Feldpower gehofft, 40% auszuweichen. Und ich war richtig. Nein, die hat zu hohe Resistenz. Obwohl, wir haben noch keine Kampftechnik gesehen von ihr seit langem. Machen wir mal den Helmspalt, hab ich noch nicht gesehen. Okay. Now you know your limits. Nein, den Totschlusshelm brauchen wir. Die Übungssatz weg. Ferdinand, du gehst mal mit denen. Aber wir müssen uns wieder aufteilen. Hubert. Items. Tausch mit Linhard. Ja, den Tonschlüssel. Und machen wir deine Strategie mit, dass der richtig viel laufen kann, der Junge. You got this. Boah, ihr seid so schnell. Oh ja, meine Fresse, kann man da schnell laufen. Oder weit laufen. Hauen wir doch mal kurz auf klein. You fought well. So, nice. Schön heil, Linhard. So muss es sein. Kaspar, kannst dich mal rächen. Right makes money, right? Ja, wenn ich mich da hinstelle mit Angriff. Das heißt, das kann ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich das bekomme. Also einfach durchlaufend. Machen wir die Truhe auf. Ja, ein gutes Mischstufensiegel. Hat er keinen. Der hat nichts zum Angreifen. Ich dachte, das wäre ein Magier. Du nimmst mal eben die Axt. Ihr lauft mal schön. Noch eine Übungsaxt, ja. Warum nicht? Ja, wir müssen noch bewegen. Ach, Bernadette. Ansturm. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Nein. Zwei Schaden. Jetzt haben wir auch Schwertstufe C. Nice. Ja, da kommt Verstärkung. Petra, benutzt mal tiefer Fall. Da wird doch alles überleben. Aber normal draufhauen überlebt er nicht. One more success.
Bataillon für Ausweichen und Angriff. Für Angriff. Nice. Thank you. Bisschen Heilung, aber können wir gebrauchen. Ja, kann ich schon mal schwächen. Und gleichzeitig das Item aufsammeln. I think I got it. Bogen und Blick gelernt. Ein Rostschwert, ja, warum nicht? 95 gegen 100. Sagen wir das schon mal 100. You see that? Pretty good, don't you think? Geschwindigkeit und seine Verteidigungswerte. Das ist echt nicht verkehrt. So, jemand kann sich nicht bewegen. Wie steht's mit dir? Oh, Rot 16. Ritterschreck. Hm. Mal die Axt. Muss noch ein bisschen weiter Erfahrungspunkte sammeln, darin, mein Freund. Und hier macht er im Ganzen den Deckel zu. Wer fehlt noch? Ja, Hubert. Und uns selber. Ach, keine Chance, Junge. You are not. Die bewegt sich aber nicht viel. Oh, permanenter Boost, ist das nicht schlecht. Lassen wir doch mal gegen Hubert und Bernadette anlaufen. Linhard, kannst du schon mal rüber gehen? Um dir notfalls zu helfen, werden wir uns schon mal auf den Weg zum Kommandanten machen. Aber wir haben noch gut Zeit. Das ist richtig krasse Verstärkung von drei Magiern. Alle mal sich sammeln. Rosthandschuhe. Oh, die greifen sie alle an. So greifen sie nicht alle an. Sie hat nämlich deutlich weniger Resistenz als Hubert. Oh, ich hätte gar nicht mein Heimbild benutzen können. C plus Glaube. Nett. So, und ihr bleibt auf den Ausweichfeldern. Aber zumindest weniger. Oh ja. For Lady Edelgard. Das machst du gut, Hubert. Mit hoher Resistenz und hoher Magie kannst du dich gut mit denen messen. I still have a long way to go. Warum hast du so gute Werte, Freund? Oh, der hat sich selbst noch aus dem Eichweißfeld geparkt, der Penner. Natürlich. Let's do this. Gruppenmagie-Blitz. 35% zu treffen. Okay, ja, warum nicht? Was ist denn, wenn wir uns hier hinstellen? Kannst du angreifen? Hast du keinen weiten Angriff? Meine Güte.
Ja, treff. Natürlich. Jetzt werden hundertprozentig beide sie angreifen. Naja, freuen wir uns mal fürs. Hoffen wir mal auf das Beste. Zweimal den Münzwurf verlieren war jetzt natürlich ziemlich scheiße. Aber können wir nichts gegen machen. Aha. So möchte ich das sehen. Ja, du hast ihn erwischt. Stärke, Stärke, Stärke. Oder auch Magie. Deine Pfeile lassen echt zu wünschen übrig. Super, das Level 11, Bernadette ist auch Level 11. Ach komm, nochmal der Münzwurf. Oder so auch. Jetzt schnapp ich mir das aber. Weil diese Runde werden wir jetzt ganz sicher fertig. Wir haben 5 Leute hier. Es kann aber nur einer angreifen. Ups. Also wir brauchen zumindest einen mit Fernkampfschaden. Oh, das ist jetzt nicht so viel. Aber mit Thorin kannst du doppelt angreifen. Mit 100% Trefferquote. Vielleicht macht er einen Crit. Crit? Na. Petra, der gehört dir. Kriegst noch dein Level. Witness Bridget Pride. Hard work created this. Naja, immerhin Resistenz. It's no use. A seal is broken. You can't. A sword. Ein Schwert? Ach, natürlich. Natürlich kann er jetzt so die Zeit drauf. Oh, jetzt Doppelbenutzung. Schwer. Double wield. Scheiße, auch das alte Schwert. Ja, stammt mal so neu. Ich hätte vielleicht den letzten Schlag machen sollen. Aber der Faustpunkte für Petra waren nicht nett. Nicht schlecht. Nicht nett. Jetzt auf einmal auch so eine Magiebarriere. Looks like we got a new weapon, boys. I see. What a pleasant surprise. He got away. That sword. Why is it? That's the sword that was in the casket. Seems to be shimmering, almost as though. Is the intruder here? Oh. Looks like you have this under control. You, round up any stragglers. Will do. Okay. Damit hätten wir ein neues Schwert anscheinend. Und Hubert war der Held. Schwert des Schöpfers erhalten. Schwert des Schöpfers. In den Händen von uns entfesselt dieses mysteriöse Schwert seine wahre Macht. Es kann sich teilen und strecken, um weit entfernte Angreifer oder Feinde zu treffen. Will an einem freien Tag ausruhen, um die Haltbarkeit des Schwertes um 5 Punkte wieder zu.
Das Schwert hat fucking Haltbarkeitspunkte. Oh, aber ja. Ich werde mich nicht ausruhen, um das Schwert eine Haltbarkeit zu geben. Aber das ist ja vergeudete Zeit. Flugeinheiten und berittene Einheiten. Kavallerie und Flugeinheiten besitzen im Kampf irgendwas, damit sie irgendwas machen können. Weil sie irgendwie gut sind. Oder auch irgendwie nicht. As all of you have committed a breach of faith, the Archbishop will now pass judgment. Inciting a kingdom noble to rebel. Unlawful entry. The attempted assassination of the Archbishop. An attack on the Holy Mausoleum. It is unnecessary to go on, followers of the Western Church. What? We have nothing to do with the Western Church. You have already been identified. Please spare us your second-rate theater. Dishonoring a holy ceremony is worthy of death for a member of the Church. You are well past the hope of redemption. If you have any grace remaining, you will willingly offer your life as atonement for this crime. No, this isn't what we were told would happen. We've been deceived! It's no use arguing. Whatever your excuse, the punishment stands. May your souls find peace as they return to the goddess. Irgendwas stinkt hier ganz gewaltig zum Himmel. Wait. Please. The goddess would never forgive you for our execution. Monster. We know you've already slaughtered many of our fellow brethren like this. This concludes the investigation. Please remove these poor lost souls from my sight. That's that, I suppose. The assassination attempt, the attack on the Holy Mausoleum. It was all the Western Church's doing. That masked knight who led the attack somehow managed to disappear without a trace. The Church of Saros clearly isn't as unified as it would hope to appear. It seems the bishop of the Western Church was always opposed to the church being ruled centrally from Garrig Mach. Perhaps they hoped to remove the archbishop in order to completely strip the central church of its authority. Die Kirche des die Kirche der Mitte, die Kirche des Westens? Die Kirche der Mitte, die Kirche des Westens. Oh, that's right. Geralt mentioned that you were raised without any exposure to the church. In order to function more efficiently, the Church of Saros is split into several smaller entities. The Central Church is the largest, and leads the organization from Garrig Mach. The Western Church extends from Castle Gaspar, where Lord Lenato rebelled, into the far west. They can be found just beyond the most renowned stronghold of the kingdom, the fortress city of Arianrode. It seems the knights have been tasked with subduing the leaders of the Western Church. We may be given the opportunity to help them with their mission. To think, our own professor was born in Fodlan, and yet knew nothing of the church. I never imagined explaining something so basic to an instructor of mine. You're something of a special case, are you not? Es ist nicht sicher, dass sie in Fodland geboren wurden. Ich habe da so meine Zweifel. How strange that the Archbishop would ask someone like that to lead her students. There's clearly more to that decision than we know. Lady Rhea is pretty scary sometimes. But to execute that whole group just like that? It seems harsh even for her. If one of us does something bad, I wonder what she would do to us. Professor, do you agree with the Archbishop's actions? There you are, Professor. Ach, verdammt. It seems Lady Rhea would like a word with you. Come with me. Und nein, das finde ich absolut drastisch. The Archbishop lives. Not that I had ever placed much faith in those swine from the Western Church. I have news, both good and bad. The remains of Saros were not in a tomb. However, something else was. The Sword of the Creator. Ah, the weapon wielded by that thief, the King of Liberation. Thief? Huh. At any rate, it is now in the hands of the Academy's new professor. Den König, also König Log,
vom Heiligen Königreich von Fortland. I doubt you will be surprised to hear that the crest stone had already been removed from the sword when it was found. Hmm. As expected. It would be foolish to keep both in the same location. Also ja, wie beim Fire Emblem, wo dann meistens die 5 Edelsteine drin sind, die man auch jedes Mal einzeln sammeln muss, ist auch hier etwas Besonderes. Also unsere Waffe ist noch nicht hundertprozentig da. There's more. Freigeschaltet. Was able to awaken the sword's true power. Even without the crest stone, the sword glowed red. The professor's crest is compatible. There is no mistaking it. Absurd. Using a relic without its crest stone should be impossible. The King of Liberation's bloodline should not even. They must be allowed to keep it for now. I do not have enough information about the professor to act. As for your request, I assent. The Death Knight is at your command. Use him well. Good. I believe I will enjoy this a great deal. Wir brauchen noch einiges mehr an Erfahrungspunkten, um den Death Knight Platz zu machen. I cannot thank you enough for defeating those invaders in the Holy Mausoleum, and especially for protecting the sword of the Creator. Oder zumindest so viel, dass man nicht gedoubled wird vom Gegner und dass zumindest den Angriff überleben kann. That sword is one of the hero's relics and the most precious artifact in the Church's possession. It is also a weapon of terrifying power. For now, I will entrust the sword to you. Please use it wisely. Lady Rhea, wait. Do you truly mean to give the sword of the Creator to this stranger? Surely it is not the sort of thing one hands over so readily, even to someone who has the ability to wield it. If someone like Nemesis were to appear again, all of Vordlan would be consumed by war. Nemesis? Nemesis, the King of Liberation. Okay, da war ich falsch. He is an ancient king of mankind who was defeated by Seros over 1,000 years ago. When Fodlan was attacked by wicked gods, it is said that the goddess gifted Nemesis with the sword of the Creator. Nemesis used that sword to defeat the wicked gods, saving all of Fodlan. Henceforth, he was dubbed the King of Liberation. However, his power began to corrupt him until he himself turned to the darkness. Saint Seros was forced to destroy him. Lady Rhea, I beg you to reconsider. Given a little more time, we could more accurately assess this stranger's abilities. No. I have faith, Sereth. Faith that our friend here will not be corrupted by wickedness. Since the death of Nemesis, none have been able to wield the sword of the Creator. Wie denn auch, wenn es in einem fucking Grab lag? Also wirklich? Now, after all those long years of being sealed away, it has returned and found a new master. I understand. As you wish, Lady Rhea. There you have it, Professor. See that you do not betray the trust the Archbishop has seen fit to bestow upon you. The Sword of the Creator? The King of Liberation? Each tale is more confusing than the last. And I really can't read that Rhea at all. That sword is clearly precious. So why is she so keen to gift the thing to you? Das Schwert hat mich erwählt, ganz einfach. Is that a fact? I feel as though we have become entangled in a mystery. And there is one more thing that has been plaguing me. The sword of the Creator. It somehow feels distinct from other relics we have seen. Such as the one that... Oh goodness, what was her name? Catherine. Katze? Yes, her. The Sword of the Creator is different from her Thunderbrand in one key way. It bears a hole where something should have been, but is no more.
spies not knowing what is going on. It frightens me. And yet, I place my trust in you. I must. Ja, du hast keine andere Wahl, Mädel. Please swear to cut a path that is your own. Ach verdammt, der andere wäre besser gewesen. Der wäre älter gewesen. Naja. Und die Teestunde hätte ich wirklich machen sollen. Part 1. White clouds. Verdant rain moon. Potenziell dauerhafter Charisma-Bonus. Weiße Wolken, Monat des grünen Regens, Turm der schwarzen Winde. The ceaseless rains that satiate the verdant landscape of Fodlan are accompanied by fierce winds and mighty roars of thunder. This abundance of rain, sparkling as it falls against beams of emerging sunlight, is a constant reminder to the people of Fodlan that nature is ever wild and unpredictable. For when the rain finally does take pause, the clouds part and give way to a glorious rainbow. Wieder mal ein extrem nettes Bild. Dass das Schwert Trefferpunkte hat, beziehungsweise Haltbarkeit, ist echt nicht nett. Neue Bereiche können erkundet werden. 4000, jawohl. Oh, geht direkt weiter. I have a new mission for you, Professor. I would like for you to take your students into Kingdom territory to eliminate some thieves. They stole a hero's relic from House Gautier of the Holy Kingdom of Fargus, the Lands of Ruin. Their leader's name is Miklan. He is apparently a disowned son of House Gautier. Warum wurde er verstoßen? I believe it had something to do with his lack of a crest. Such happenings are fairly common within the kingdom. The crestless cannot unleash the goddess's power even if they possess a relic. Nonetheless, they are still capable of simply wielding those weapons. The hero's relics are immensely powerful weapons. We must meet this threat with adequate force. Unfortunately, most of the Knights of Seros are away from the monastery, purging the apostates of the Western Church. So we are entrusting you with this mission. After all, you wield the sword of the Creator, which is more than capable of opposing any relic. The Sword of the Creator is a powerful weapon well beyond the other relics. You have nothing to fear. However, to ensure that no harm comes to the students, we will also send the monastery's most skilled individuals to aid you. Also Catherine? I must remind you that you are expected to conduct yourself in a manner befitting the wielder of that holy sword. Also, you should know that Professor Hanneman has been looking for you. That is all. Ich hatte jetzt nicht vor, flitzen zu gehen. Professor, I heard about our mission for this month. A thief with a hero's relic is worrisome, but with you at our side, I'm certain we can handle him. After all, you have the sword of the Creator. It was allegedly wielded by Nemesis, the King of Liberation. If the legends are true, you hold the power to stand against entire armies. A band of thieves should be nothing. Even the most elite Imperial forces or the Knights of Seros could not hope to defeat you. Dazu würde es niemals kommen. Is that so? Even if those forces were to hurt someone precious to you? Can you say with full confidence that you would not turn your sword on them if that were to happen? You know, your power does not lie solely in the sword of the Creator. You are stronger and more terrifying than you realize. Professor, when we leave the monastery, will you still think of yourself as my teacher? Das Kloster verlassen? Wie meinst du das? Never mind. I'm being thoughtless with my words. For now, let's just focus on the problem at hand. Good of you to come, Professor. I've heard much about you lately. Specifically, that you are able to awaken the Sword of the Creator's power.
Thusly, it seems the true nature of your crest has been uncovered. I had, of course, seen your crest before. However, at first, I failed to recognize its true nature. Eventually, it dawned on me that what is visible is perhaps merely a small part of a greater whole. Was ich schon gesagt hatte. Your crest is too significant to be detected when using normal instruments. After this discovery, I began researching crests that might fit that description, which allowed for a temporary hypothesis. However, I could not be certain. The crest my conclusions led me to was far too unusual. A crest thought to have disappeared from this world in the millennium since the fall of Nemesis, the King of Liberation. Ja, ich bin der Sohn von dem. Also, warum sollte das ungewöhnlich sein? The crest of flames. That is what you possess. Das Flammenwappen? Wirklich? Ich habe jetzt einen krasseren Namen drunter vorgestellt. Your ability to wield the sword of the Creator has unequivocally proven my hypothesis. A legendary power, dormant since time immemorial and now resurrected. There can be no doubt that this ancient power resides within you. Cool. Du möchtest wissen, was Edelgard so macht. Wirst du zu einem Besuch aufbrechen? Ja, komm, extra lange Folge. Wer könnte das sein? Ist das ein Geist? Nein, wer könnte das sein? A ghost, perhaps? No, that is surely not the case. Das ist so schwachsinnig. What is that look upon your face? I am no ghost, if that is what was on your mind. No. Who's there? Professor, what are you doing here? Sie hat geschlafen, mit Klamotten an. Und wir haben geklopft und sind einfach reingegangen. Also, der hätte doch anders ausgehen können. Ich habe etwas gehört. Oh? Perhaps I was talking in my sleep. Hast du schlecht geträumt? Ah, so you heard me then. Yes, it was a nightmare. I've had them since I was a child. Stupid, pointless dreams I can't control. It's terribly frustrating. Kann ich irgendwie helfen? No, they're just worthless dreams of the past. Talking about it won't change a thing. Du kannst mir alles anvertrauen. I had a feeling you'd say that. I suppose I could try, but only if you swear not to tell a soul. I appreciate it. I dream of my older brother, paralyzed, helpless. My older sister crying for help that never came. The youngest babbling words beyond meaning. I see my family dying slowly, waiting in the darkest depths for a glimmer of light. I once had 10 siblings, 8 older and 2 younger. Such a large family, and yet I became the heir to the throne. Do you know why? Every last one of them was crippled by disease, or lost their mind, or died. I was the only one left who could inherit the throne. What the fuck? Wie ist das passiert? Things kept getting worse. The darkness kept getting darker. In the end, I was the only one who survived. The nightmares are a reminder to never forget, to never allow such terrible things to happen again. Weitere Übel. Ja, du bist ziemlich vage, Mädel. Even now, I'm the only one who can carry the weight of the Adrestian Empire, the future of the Empire. Of everything depends on me. I shared more than I intended to. I suppose there's something in the air tonight. I've never told anyone about my past before. Please, forget I said anything. Sleep well, my teacher. Und am Ende hat sie uns nicht viel gesagt. Was für Übel. Warum kommen diese
Sachen über sie. Warum sterben die? Warum sind die verkrüppelt? Warum? Nichts. Einfach übel. In der Nacht. Ganz schlimm. Motivation C erreicht immerhin. Manuel hat Geburtstag. Fuck. Starten wir eine Teestunde. Hui. Konzentration und Geschmack wie das Mondlicht. Belebende Minzfrischung. Belebende starken Aromas. Sehr erdige Farbe. Sie kriegt den Pinientee. Your invitation. To what do I owe this surprise? Tee anbieten. Thank you. It's good. Das hoffe ich doch sehr. Yeah. Das Paar im Hof. Komm schon. Ja. Kinder auf dem Markt, fähige Kameraden, die Erstschwärmerei. Das Kloster erkunden, Existenz war die liebste Bühne? Ja! Puh. There's no alcohol in here. It's better if you can sleep without it, but all you have is tea. Ermutigen. Fuck! Ich meine, fantastisch. Come by the infirmary anytime you need anything. I'll be waiting, Professor. Kein perfekt, kein Dorfen Charisma-Bonus, aber ich sag erstmal. Das war's für das erste mit Fire Emblem Three Houses und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal, weil diese Folge ist schon viel zu lang. Bye bye, ciao ciao, bis dann.